Die Musik rum. Alter, die ist doch nicht normal, oder? Ansonsten hätte ich heute auch schon wieder mit Klamotten schmeißen können, weil es war so eine Fruchtsuppe unterwegs heute von uns. Wunderschönen guten Morgen, einen herrlichen Sonntag wünsche ich euch. Ich bin mal wieder nearly ready to rumble, nearly ready to rumble. Ich wünsche euch einen schönen Montag und herzlich willkommen, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder mal vorbeischaut. Es gab wieder eine Menge, was mich beschäftigt hat am Wochenende. Es war kurz, es waren... Naja, immerhin, das ist nicht so wie bei meiner alten Firma, immerhin schon mal 44 freie Stunden, die wir hatten. Bei meiner anderen Firma war ich ja mal schon noch nicht mal die Zeit rumgehabt und da habe ich schon wieder im Truck gesessen. Also, weil du pünktlich da losfahren musstest, solltest, was auch immer. Es gibt ein paar Sachen, die ich beantworten muss. Es gibt eine Frage, die ich beantworten will, von Raymond. Will das auch tun. Er hat mir gefragt, ob ich Dinge wie zum Beispiel die langen Strecken Richtung Süden und die langen Strecken Richtung Westen nicht vermisse. Ob ich das nicht irgendwie vermisse. Ich habe noch eine andere Frage, die will ich im Zuge auch gleich noch mit beantragen von Tobias, der hat von Tobi, der hat gefragt, wie das ist jetzt mit USA und so weiter und so fort. Hatte ich schon ein paar Mal was zu gesagt, aber kann ich gerne noch mal was zu sagen. Und dann habe ich noch ein paar andere Sachen beschäftigt am Wochenende, wo ich schon wieder eine etwas dickere Halskrause hatte. Aber gut, das ist ein echtes Mario-Problem und das ist nicht euer Problem. Ansonsten hätte ich heute auch schon wieder mit Klamotten schmeißen können, weil es war so eine Fruchtsuppe unterwegs heute von uns. Es ist ja so, ja, wo fange ich am besten wieder? Ja, um jetzt, sagen wir mal, die richtigen Worte zu finden, verstehst du? Nicht, dass ich gleich wieder in Richtung Marmeladentopf an den Kopf schmeißen hier, verstehst du? Sagen wir mal so, das Wetter ist bescheiden gewesen. Es war Wochenend Regen, Schnee und dann ging es heute Nacht rüber in minus 15 oder minus 16 Grad, was wir hatten heute früh. Jetzt ist noch minus 9 oder minus 10 oder so was. Und was passiert im Regen, wenn der Truck steht? Was passiert da? Was sagt mir mein? Also mein normale Denkweise ist ja, okay, ja, die regnet, bla bla bla, kann sich eventuell Eis bilden und so weiter und so fort. Also besondere Aufmerksamkeit eigentlich bei jedem Mal, aber insbesondere natürlich dieses Wochenende bei den Reifen, bei den Bremsen. Weil Regen, warm, Bremsen, Frost, Bumm, Knall, Frosch, Friesen sind fest. Kann passieren. Also musst du darauf achten, dass sie los sind. Und der eine von der Woodchips Area, der fährt los, ich mache die Hupe, ich habe mir die Seele aus dem Leib gehupt, ich habe den Kompressor fertig gemacht durch den Hupen, der hat nichts mitgekriegt, der ist gefahren und ich könnte wetten, er steht jetzt irgendwo beim Reifendienst oder vielleicht hier auf der Straße, wenn es richtig erwischt hat und ich habe gerade quasi wieder gesehen, wie sich vier Reifen, zack, einfach in Luft auflösen, weil die kann er wechseln, weil die haben so einen Bremsplatten drin, der hat nichts mitgekriegt, der hat nicht über eine Art ist der gefahren. Der ist jetzt hier raus. Warte mal. Ich
könnte eigentlich auch jetzt so langsam mal ein bisschen was machen hier, meine lieben Freunde. Der ist da rausgefahren beim Yard und ist auf der Straße gefahren. Vielleicht sehen wir nachher die Bremsspur noch. Und ja, hat seinen Trailer mit vier Reifen, die hat er fertig gemacht. Es ist einfach nur traurig. Das ist einer von die, da steht übrigens wieder mein Freund. Der hat auch noch nie gelernt, aber der ist leider nicht da. Der andere Woodchipper ist weg, hat mich gestaunt, aber hier nebenan steht auch noch ein bisschen was rum, geladen. Aber der ist drüber geladen, der ist für Montag links. Der hat Holz drüber wahrscheinlich für Abu Jagan. Ja, da war ich schon wieder, ja, weiß ich nicht, also fällt mir nicht so ein. Das ist, du guckst ja auch normalerweise, wenn du losfährst, also ich mach das so, das ist für mich normal, ich gucke in den Spiegel gerade, wir haben ja nur ein paar Achsen. Es ist ja nicht so, dass wir mit einem Pkw-Anhänger unterwegs sind, wir haben ja nur ein paar Achsen. Und da wird natürlich mal geguckt. Aber gut, im Endeffekt, was soll man sagen zu so einer Hortkinder? Das ist ja, naja. Leute, es ist manchmal schon ein bisschen weird, muss ich sagen. Ich gehe jetzt mal online, würde ich meinen, und dann sehen wir mal, was los ist. Und ja, jedenfalls hätte ich schon wieder alles hinterher schmeißen können, inklusive Brechstange über den Kopf und alles sowas. Aber sowas ist halt auch ein bisschen mein Problem. Wir sind ja alle nicht frei von Fehlern, das ist so, wir machen alle unsere Fehler. Aber wenn du so einen Fehler dann auch mal machst oder ich sag mal, das sind die Basics. Und weißt du, wegen solchen automatischen Türöffnern haben wir dann irgendwann wieder neue Regeln und müssen wieder das machen und müssen wieder das machen. Das ist immer, was ich immer nicht verstehe, weißt du? Für so ein paar Türstopper, die irgendwo, ach, naja, was soll's. Leg da nicht auf, Mario, es ist Sonntag, es ist Wetter, es ist wunderschön. Es ist ein herrliches Winterwetter. Wahrscheinlich regnet mich auf, weil ich eigentlich jetzt heute gerne rausgefahren wäre und was gemacht hätte. Aber nichtsdestotrotz, in anderthalb Wochen ist es soweit. Dann geht's raus ins Camp. Ach, da freut mir richtig drauf. Ey, da freut mir sowas von drauf. Könnt ihr euch ja nicht vorstellen. Da wird sich wieder ein Hänger voll Holz eingepackt. Ja, 43.000 Weinflaschen, 500.000 Bücher und dann jetzt ab im Wald. Verstehst du? Und diesmal muss ich überlegen, ob ich überhaupt zurückkomme. Ach nee, haben wir schon wieder irgendwas gefuttert heute Morgen. Kekse habe ich dabei. Ich lade gerade für euch ein Video für morgen hoch. Weil ich bin dazu nicht gekommen. Irgendwo lade ich es, aber ich weiß auch nicht wo. Naja, geht ein bisschen schleppend heute. Ist egal, hoffentlich bleibt der Empfang da. Wenn nicht, muss ich jetzt nachher nochmal probieren oder weitermachen. Ich habe mir mal meinen Laptop da vorne hingestellt. Jetzt kann der irgendwann mal sagen, das ist aber nicht richtig, Mario. Das ist richtig. Ich spiele ja nicht mit dem Laptop, ich beobachte ihn ja nur ab und zu, dass auch alles vernünftig läuft. So, gut. Ach so, ich wollte jetzt on-duty gehen, das habe ich gesagt. Not driving, pre-trip. Ach nee, solche Leute, also. Und wisst ihr, was mich am meisten aufregt, ist ja, der Kollege neben mir und ein anderer Kollege, der auch noch hier stand, die haben es beide gesehen. Und denkt ihr, die haben gehupt? Der muss sich standen und sich freuen. Das ist, wo mir denn nichts einfällt. Wo ich dann wieder sage, ja, so sind sie. So ist die Kultur, so ist die Jemheit. Die freuen sich darüber, dass ein anderer Scheiße hat. Ich ärgere mich darüber, weil es sind immer irgendwelche Konsequenzen für alle haben kann, wenn eine mehr das auch machen. Und ich sehe jetzt schon wieder die E-Mail, die rumflattert. Und die beiden haben wirklich gestanden und haben sich gefreut. Da war auch meine Lotbar ganz dicht bei mir. Die können ja nichts. In dem Moment wissen die ja nicht mehr, was machen. Aber da reicht das einfach nicht. Da reicht das Hören einfach nicht. Das ist einfach so.
Aber so ist die Mentalität, ne, von denen. Diese. Wenn Menschen wissen, dass andere schlechter geht, dann geht es denen besser. Das ist leider so, das habe ich aus Erfahrung mitmachen müssen, dass das Leute so sind. Und von die muss man sich natürlich, die darf man sich nicht großartig umgeben. Wenn du irgendwann rausfindest, dann musst du das ändern. Und kannst nur du persönlich ändern. Aber die gibt's. Die Leute, die gibt's. Ja. Der Mensch ist ja so generell, wenn es dem schlecht geht, dann braucht er einen, der, oder viele, nicht, ich sag mal nicht alle. Leute, die verstanden haben, dass man selber kein Opfer ist. Weil ich für die Situation, wo ich drin bin, die habe ich ja meistens, nicht jede Situation habe ich verursacht, aber ich bin ja Teil davon. So, und wenn solche Situationen sind, wie zum Beispiel, dass es mir besser geht, wenn es anderen Leuten schlechter geht, dann bin ich das selber, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Ja? Dann brauche ich mich nicht wundern, wenn das irgendwann zurückkommt zu mir auf einen anderen Weg, denn die Gesetze der Natur, die arbeiten. Das ist mit Sicherheit so. Wechselwirkung arbeitet immer. Zeigt euch so, wie das ist. Habt ihr selber die Erfahrung gemacht? Ich habe es selber gemacht. Ja? Ich hatte auch früher so hinten so ein Schild auf dem Rücken, ein kleiner Arschloch. Ja, eine Zeit lang war ich das auch mal. Da bin ich auch ehrlich. Aber irgendwann merkst du ja, irgendwann kapierst du das ja. Und wenn du selber das verstehst, dass du Scheiße machst und Fehler machst, und ich denke mal, das ist der beste Weg raus, das zu ändern. Und das hat auch einen gewissen Prozess, aber irgendwann funktioniert der. Nicht für alle wahrscheinlich, aber für mich hat es jedenfalls. Und das ist auch gut so. Das ist echt gut so, weil das funktioniert. Denn wir sind ja alles Menschen und wir sind nicht frei von Fehlern. Das ist so. Aber wie ihr sagt, hier den Türstopper heute Morgen hier mit seinem Reifen, und du hubst den Kompressor kaputt, aber der kriegt nichts mit. Zweifelsweise. Was soll's? Leute, lasst uns den Tag gut angehen, die Sonne scheint, ich mache mich jetzt gleich auf den Weg, und dann komme ich wieder auf der Straße mit schönen Sonnenscheinbilderchen heute, herrlichem Winterwetter, arschkalt, aber schön. Und so will ich es eigentlich immer haben im Winter. Also, bis später. A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Running wild.
Die Gummispuren, der ist schon relativ warm. Der steht jetzt runter nach Sackville auf der Autobahn. Ich denke mal, der fährt hier irgendwo laden, aber der steht jetzt erstmal und wechselt Reifen, das ist mit Sicherheit so. Dann gibst du da die E-Mail. Make sure the brakes are all loose. Ja, das ist. Da fühlt man nichts an. So, nehmen wir mal hier die Treppe hoch und schauen uns mal oben die Ladung an. Siehst du, hier haben wir nichts drauf. Ne, hier liegt nichts drauf. Vorne, hier ist so ein Schaber oben. Kann man nutzen. Aber ich stelle fest, nee. Ich habe nichts drauf. Das ist gut. Das ist sehr gut. Jetzt sind wir gerade wieder drin. Jetzt war mein Akku alle zum Schluss. Ich weiß ja nicht, ob ihr die sehen habt, aber ich habe kein Eis drauf. Aber wir checken es lieber vorher und sind jetzt erstmal sicher, dass wir kein Autofahrer hier irgendwas aufs Dach schmeißen oder eine Windschutzscheibe oder wie auch immer. Ne? So muss das sein. Achso. Ich habe zwei Paar. So, ich werde gleich nochmal nach vorn schalten. Und ich muss mich gleich nochmal wieder, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, eine Frage beantworten. Also, wir sehen uns gleich. So, eisfrei jetzt weiter, kein Eis drauf. Ab dafür. So, mein lieber Raymond. Wie wir in Kanada sagen, ich beantworte mal deine Frage. Ja, du hast gefragt, ob ich das nicht vermisse, diese langen Strecken im Westen oder im Süden zum Beispiel runter und so weiter und so fort. Ich hatte vorhin schon mal beantwortet, aber da hauen die Mikrofone wieder nicht an. Aber so ist es halt. Ist ja nicht so schlimm. Die Antwort bleibt ja dieselbe. Also, nein. Im Großen und Ganzen kann ich so klar gleich am Anfang beantworten, nein, ich vermisse es nicht. Jetzt natürlich immer so die warum nicht und so weiter und so fort. Du willst ja und Tracking und so weiter. Das ist ja gerade diese Longhole-Tracking, was über Wochen und teilweise 4-6 Wochen und so weiter und so fort geht. Ja, mag sein. Das ist auch sicherlich richtig. Ich bin die Strecken gefahren. Ich wollte das immer. Ich wollte immer das machen. Und ich mit einem Classic-Truck hoch und den Traum habe ich mir erfüllt. Und den Traum habe ich auch gemacht eine Weile. Wie das auch so richtig ist, wie man es machen will. Und dass man sagen kann, ist es das, so wie du dir vielleicht erträumt hast oder vorgestellt hast, oder ist es das nicht? Und du willst es ja rauskriegen. Du hast ja irgendwann mal den Traum, weil du sagst, ja, im Classic-Truck von Ost nach West oder West nach Ost, was auch immer, und das hat ja auch funktioniert. In generell muss ich sagen, ich vermisse aus folgendem Grunde nicht, meine Prioritäten haben sich geändert gegenüber vorher. Das war aber auch klar schon, als ich in einer anderen Firma hatte ich es ja damals auch schon zu meinem Chef gesagt, dass sich die Prioritäten ändern können, sobald ich in anderen Lebensverhältnissen komme. Denn ich habe ja, apart von dem Plan, was ich hatte, natürlich noch andere Dinge vor hier in Kanada. Und
deswegen vermisse ich es auch nicht, weil ich schon wieder excited bin oder sagen wir mal gespannt bin auf das, was vor mir liegt. Und von daher, ich bin sicherlich auch es ist so ein bisschen meiner Mentalität geschuldet, finde ich. Oder meiner Person geschuldet, dass ich jetzt nicht sage, ich fahre jetzt Buffalo, Idaho, Denver, Colorado, St. John oder so, dass ich das nicht für immer irgendwo machen will. Das ist so. Das will man nicht. Also das will ich nicht. Und von daher habe ich natürlich noch andere Pläne. Und die zu verwirklichen, die bedeuten natürlich auch ein bisschen Zeit zu haben. Und wie ich das ja auch schon hier in der Firma habe, im letzten Jahr schon des Öfteren erwähnt habe, dass ich viel mehr Zeit habe, weniger Aufwand betreiben muss, von den Arbeitstagen her, um dasselbe zu haben oder mehr, ist schon geglückt. Und ich bin auch ehrlich gesagt ganz zufrieden mit. Wir haben neues Equipment, wir haben werden gut bezahlt, wir kriegen die physische Arbeit bezahlt, weil ich vorher ja nicht gekriegt habe. Wir kriegen Wartezeiten bezahlt, wir kriegen, selbst wenn ich Schnee freiräumen lasse auf dem Truck oder selber das machen muss, kriegen wir das bezahlt. Also, das Paket ist natürlich ganz anderes. Und ich fühle mich auch dabei ganz wohl, weil ich mehr Zeit habe, die Dinge auch in Angriff zu nehmen, die ich gerne verwirklichen möchte. Und von daher vermisse ich es nicht. Die Gegenden an sich selber waren wunderschön. Und das ist, was ich in den letzten Videos, auch im letzten Video gesagt habe, dass man die Erfahrung, wo als wir darüber gesprochen haben, wo ich schon erlebt habe, wo er wollte und auch immer, die persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten 3 Jahren, die kann mir ja keiner nehmen. Und die habe ich für mich auch gemacht. Und die Gebiete und die Gegenden, wo ich mich dort aufgehalten habe oder wo ich durchgekommen bin, die waren schon sehr interessant. Und die Erfahrung will ich auch nicht missen. Das ist so. Und sicherlich habe ich immer gesagt, dass ich Virginia mag und ich mag sicherlich auch South und North Carolina. Aber was ich nicht mag, ist der Weg dahin. Das ist einfach so. Weil der führt über Boston, New York und Washington und Philadelphia und Turnpike und eine ganz busy Road. Und das ist kein, da hat den Weg da runter zu fahren, das hat nichts mit Trucker-Romantik zu tun, da könnt ihr mir glauben. Und das wird euch jeder Ostküstenfahrer wahrscheinlich nur bestätigen. Ja? Und wenn er das nicht macht, dann mag er Stress, dann mag er viel Verkehr, Autos kleben ihm von allen Seiten, dann mag er das. So einfach ist es. Der Westen selber war natürlich viel angenehmer zu fahren, weil nicht so viel Verkehr war. Und die Mitte, der mittlere Westen, war auch in Ordnung, finde ich. Ja, ansonsten werde ich sicherlich noch in die USA fahren, privat, aber und mir die Gegenden, weil ich Vermont ja auch schön finde und Maine natürlich auch, und da mal wieder hinzufahren, aber dann natürlich als private person. Aber generell, wie gesagt, ich vermisse das nicht, nein, die langen Strecken vermisse ich nicht. Und ich hoffe, dass die Frage auch so ausgiebig beantwortet ist. Wie gesagt, die Gegenden waren sehr schön und ich werde sicherlich in eine oder andere Gegend noch mal privat hinfahren. Aber ich musste es nicht haben als Job, sagen wir mal so. Ne? Also vermissen tut es nicht. Ne. Ich habe mich auch gefragt, ob ich die Möglichkeit habe, nicht in den nächsten, oder ob ich die Möglichkeit sehe, dass ich wieder mal in die USA komme und dort wieder mal hinfahre. Wie gesagt,
ich hatte das schon ein paar Mal gesagt, es ist immer eine Frage der Organisation von unserer Seite her. Wir hatten am Anfang des Jahres das Gespräch, dass ein paar Leute, die wollen andere Dinge fahren, weil man die Prognose war, dass wir 3 Monate lang dünne Auftragslage haben und man dann überlegt hat, okay, dann lass die da fahren, lass die da fahren. Und da war die Gespräch darüber, aber eventuell Van und so weiter und so fort. Aber da wäre das sicherlich passiert. Da wäre man dann wieder in die USA gefahren. Aber generell im Moment als B-Train, nee, sehe ich es nicht so, dass wir da rüberfahren. Und wir haben ja die Gespräch, was am Anfang war, dass es dünn werden könnte, hat sich ja nicht bestätigt, sag ich mal. Denn es kam ja dazu, dass wir ja eigentlich von Jahresbeginn an, die erste Woche vielleicht nicht, und das ist aber immer so, die zweite Woche noch nicht hundertprozentig, aber dann danach war wieder volle Hütte. So, und wir sind auch immer noch bei volle Hütte, weil immer noch sehr viele Trucks raus sind am Tage. Wir haben, glaube ich, jetzt 30 wieder die letzte Woche. Am Freitag waren auch wieder 30, die noch rausgehen sollten. Oder vorladen mussten oder wie auch immer. Also, und dadurch ist es nicht dazu gekommen. Aber generell, nee. Also von Hause aus hier bei in unserer Firma B-Trains, nee, die fahre ich. Da muss ich schon mit dem Dreiachser fahren und dann ist es je nach Bedarf. Und im Moment werden wir als Flatbed B-Train-Fahrer alle hier gebraucht. So. Dann auch so viel dazu. Habe ich das auch beantwortet. Ein bisschen ausführlicher macht man ja gerne, meine lieben Freunde. Denn ihr sollt ja auch hören, warum das so ist. So, ich kann ja hinschreiben, vermisst du das? Nein. Aber ich erkläre das lieber, um dass man es vielleicht auch, sagen wir mal, nachvollziehen kann oder verstehen kann. Versuche ich zumindest. Es ist ein wenig eng hier. Ne, alles gut. So, mein Lieben, hat er noch nichts mitgekriegt, wa? Ich habe schon den Laden, war schon fleißig. Und ich fahre jetzt erstmal raus hier, damit ich meine Ruhe habe, weil die machen mich Mittag und dann machen sie wieder das Tor zu. Und dann bin ich wieder Nese, verstehst du? Nese bin ich denn. Das haben sie nie gemacht. Warum haben sie mir schon wieder einen Trailer hingestellt hier? Den kann ich da ja nicht brauchen. So, jetzt machen wir ein bisschen Warnlichtanlage an. Da müsst ihr jetzt durch. Ich muss mich jetzt hier mal kurz. Ich bin heute Morgen schon ganz viel drin gefahren, weil ich wusste, wie ich wieder raus muss. Deswegen brauche ich jetzt nicht so einen harten machen hier. Ich wusste, dass es hier rausgeht wieder. Natürlich keine Hauswand mitnehmen. Ja, ist ein bisschen, weil rechts und links was steht, deswegen brauchst du immer so ein bisschen, aber es ist nicht schlimm. Es ist nicht kompliziert, Leute. Es ist nicht kompliziert, hier raus zu fahren. So, jetzt holen wir uns ein bisschen in die andere Richtung. Oh. Und dann fahren wir erst.
Mahlzeit, meine lieben Freunde. Ja, ich weiß mittlerweile, wo ich hin muss. Und zwar zurück. Back empty. Head back empty, sagt er. Naja, gut, machen wir das auch. Fahren wir wieder zurück. Und holen uns einfach mal eine neue Ladung. Mal sehen, was er mir schickt. Ich habe gefragt, ob er mir den Ladetermin schicken kann heute noch, wenn er das Büro verlässt. Ich hoffe. Ja, sonst gehe ich mal kurz auf den Zünder um 4.30 Uhr und werde mal kurz anrufen und sagen, hier, wie sieht's aus? Weil danach entscheide ich mich, wie ich übernachte. Fahre ich bis Mitternacht oder bleibe ich irgendwo um 10 stehen oder ich fahre durch nach Monken und schlafe zu Hause oder bla bla bla. So. We don't know. Aber das wäre schon schön. Es ist natürlich immer besser, wenn du morgens einen Termin kriegst, aber ich weiß immer nicht, wie viel dann da heute Abend wieder los ist. Ist ja noch ein Stückchen bis dahin. Ich bin jetzt gerade Treu-Rivière hier. Im Örtchen fahren wir gerade durch hier. Auf der sogenannten zentralen Durchfahrtsspur. Also direkt hier an dem Highway möchte ich auch nicht wohnen. Das ist auch so eine Klitsche hier. Ach Leute. Ja, ich habe ungefähr 50 Minuten oder knappe Stunde gewartet, bis mein Dispatch dann entschieden hat, komm mal zurück. So. Dann bin ich natürlich auch unterwegs jetzt. Viel später wäre die Uni so schön gewesen, aber mal sehen, was er hat für einen Ladetag. Für ein Loading Appointment. Oh, mal sehen. Wenn er sagt gleich EM, dann fragt er natürlich durch. Logischerweise. Weil dann kann ich ja morgen früh bei Zeiten laden. So. Mal sehen. To the biting cold of late November.
bei dir. Wir sind hier ein schönes Stück gekommen. Ihr habt ein bisschen Musik gehabt, denke ich mal, zwischendurch. Und wir werden jetzt noch ein Stückchen fahren. Ich bin dann gleich in Quebec City, denke ich mal, so etwa in einer knappen Stunde. Und dann jetzt erstmal Richtung Dijoli hoch zur versprochenen Pause. Und dann schauen wir mal, ob wir bis dahin schon mal wissen. Wir haben es mittlerweile 3:15 in New Brunswick, 2:15 hier. Ich werde auf jeden Fall mal, bevor er Haus verlässt, ihn noch mal kurz anrufen. Aber wie gesagt, das mal nachher. So, dann lasse ich euch noch ein bisschen, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon wieder was mache. Nee, wir haben ja gerade Musik gemacht. Nee, dann machen wir das anders. Dann sehen wir uns später. Was haben wir denn überhaupt Dienstag? Dienstag, Leute, ist noch ein bisschen früh. Überhaupt mal zu sagen, was ich mache. Verstehst du? Eins wie ich mache jetzt. Ich fahre mich schon draußen, habe alles kontrolliert. Oh, ist das ausgegangen? Hab mir mein Display schon mal geschickt? Nö. Der denkt ja, ich muss das nicht schicken. Wieso ist denn mein System schon wieder runtergefahren hier? Die machen, was sie wollen da drinnen. Was sie wollen. So, meine lieben Freunde. Hier stehen natürlich auch wieder ein paar Türstopper. Klar, hier Speedforce hier. Und so ein anderes Zeug hier. Ich habe gestern Abend wieder irgendwas krachen hören, irgendwie mit einparken. Was weiß ich, was die hier wieder gemacht haben. Jetzt sind hier noch hier. Ich habe hier von uns noch keinen stehen sehen, aber wie gesagt, der kommt auf jeden Fall hier auf meiner Liste. Erstens schlafe ich hier super und zweitens kannst du hier. Ja. Super frühstücken. Nett. Nett auch noch. Also. Kriegst du da unten zum Beispiel Kings Landing nicht, die ist nicht, die ist fake nett. Die ist hier, die war richtig nett. Gibt ja fake nett und es gibt richtig nett. Das wäre Zusammenstellung, wa? Ja, ja, Herr Mario. So. Dann wollte ich jetzt Kaffee machen, siehst du? Mal gucken, was wir heute machen. Wir werden wahrscheinlich laden. Und dann jetzt wieder irgendwo hin. Jetzt weiß ich aber auch nicht, was er vorhat. Jetzt weiß ich auch nicht, macht er mit mir am Dienstag schon nochmal einen großen Turn? Oder macht er einen kurzen Turn und morgen wieder zurück und ladet Donnerstag wieder für eine nächste Tour? Tja, wenn ich das wüsste. Aber ich weiß es noch nicht. So. Wir wollen mal gucken, was er vorhat. Ich werde auf jeden Fall jetzt zu UTT fahren und da werden wir noch mal meinen. Ich habe gestern noch mal ein bisschen nachgeguckt hier bei der Grießanlage, automatischen. Da fehlt mir so ein Modul, was du an Stecker dran machst und dann kannst du einstellen den Timer. Kannst du hier drin nicht machen. Und nun will ich, dass sie den Timer einstellen, weil kaputt ist nichts. Was er einfach macht, ist, der drückt zu viel Fett durch. Ich habe das beobachtet über das Wochenende. Die Stellen sind mehr als jüdisch schmiert. Zu viel Fett ist auch scheiße, weißt du? Zu wenig ist nicht gut und zu viel ist aber auch nicht gut, weil du dann Druck auf die Lenke bringst, wo du normalerweise kein Druck hingehört. Aber mal sehen. Mal sehen. Du hast mein Wasser schon gut? Der ist ein neuer Kettle, so ein neuer Wasserkocher, der geht natürlich schnell. Ja. Das werden wir jetzt machen und vielleicht kriegen wir während der Zeit schon mal was zugesteckt. Eine SDG-Nummer oder sowas. Müssen wir mal sehen. Schauen wir mal. Ich weiß es noch nicht. Also in dem Sinne würde ich mal sagen, wir sehen uns später. Ich fahre jetzt gleich los, wir haben Sonne und ich habe jetzt noch knapp 2 Stunden bis St. John und dann schauen wir mal, wie die Sache so aussieht hier heute.
meine lieben Freunde, jetzt ist Kaffeezeit und los war's halt. Bis dahin. So, schönste Wetter ja heute wieder. Hier stehen noch ein paar rum. Unterhalten sich, ich habe mal wieder was gemacht. Es ist ja auch so eine einfache Ladung, aber selbst das manchmal dauert länger. Weil, naja, weil halt das so ist. So, ich habe eine relativ kurze Tour. Was heißt kurze Tour? Morgen abladen, irgendwann um 10 oder so. Denke ich mal. Was ist da schon wieder los? Was fährt denn da raus? Rückwärts. So, hier ist alles okay, hier ist alles gut. Ich habe alles vernünftig gemacht. Ich stehe ohne einer rum. Urlaub wahrscheinlich. Fährt euch noch zu Feuer. Wisst man's? Man weiß es nicht. So, ja, wie gesagt, nicht so eine dramatische Fuhre. Geht nach, wie heißt das Kaff nochmal? St. Andrew? Nee. Will ich nicht, sag euch gleich. Ist jedenfalls zwischen Quebec City und Montreal. So, heute haben wir hier den Timer gemacht. Ah. Die hat den Timer gemacht. Aber da oben wurde rumgefummelt. Der ist jetzt quasi auf eingestellt. Der Timer ist jetzt eingestellt auf 2 Minuten laufen und dann 290 Minuten nicht laufen. So, das ist jetzt die tiefste Einstellung, die man an dem Ding machen kann. Jetzt wollen wir mal gucken, wie lange meine Grießpumpe hält. Ey, die Karre sieht aus, aber es kommt Regen, meine Lieben. Es kommt Regen. Und ich mache jetzt Mittag. Und ich habe heute wieder, und ich muss sagen, ich bin dann gegangen. Ich habe so zwischen 2-3 Kollegen gestanden. Und die haben sich über alles beschwert. Über alles. Über alles. Dann hatten sie unter anderem das Thema, die haben ja neulich über die alten Trailer gefahren, wo wir keine Trailer hatten. Wegen der Schneegeschichte, ne? Und da haben sie unter anderem sich darüber mokiert, dass die Trailer scheiße waren und hingehunzt und so, also total ratchet und so ungefähr scheiße und so weiter und so fort. Und so quatschen lassen. Und dann habe ich bloß gesagt, und dann bin ich losgegangen. Ich sage, was meint er, wie die Trailer aussehen in 2 Jahren, die wir jetzt fahren, wenn ich sehe, wie die behandelt werden. Ich sage, die Trailer sehen so aus. Ich sage, weil die Fahrer die Trailer hingehunzt haben. So einfach ist es. Ja, haben sie erstmal nichts gesagt. Wisst ihr, diese permanente Rumjaule, das geht mir so, also kann ich nicht mehr. Ich kann nicht mehr stehen bleiben. Ich sage dann mein Sätzchen, verstehst du, und dann bin ich weg. Weil, was soll das? Immer wieder, die sind niemals, von deren Seite wirst du niemals ein dankbares Wort. Ich bin froh, dass ich hier bin froh, dass ich die Arbeit habe, bin froh, dass ich die neue Technik fahre. Und ich halte mir die Technik in Ordnung, weil ich weiß auch, wie es ist, alte Technik zu fahren. Nee, es wird immer beklagt, es wird immer nur beschwert, es wird immer wieder nur eines gemacht. Und das ist der ganze Gesprächsinhalt, es wird sich beschwert über alle möglichen Umstände. Und dann sage ich immer wieder, Leute, wisst ihr was, ey, wenn ihr nicht happy seid, dann macht die Scheiße doch nicht. Ich verstehe es nicht mehr. Oder ich sag mal, ich will es mir wahrscheinlich auch nicht mehr anhören. Denn, wie schon gesagt, die Trailer, die sehen ja, die beschweren sich darüber, dass die Trailer so aussehen und so weiter und so fort, aber die Trailer sehen so aus, weil die so hingehunzt haben. So einfach ist es, weil die ja gefahren haben. Und die neuen Trainer, die wir jetzt haben, die werden nach 3 Jahren genauso aussehen. Die werden dann auch in der Ecke stehen. Warum werden sie in der Ecke stehen? Weil dies kaputt ist, da eine Beule dran ist. Ich sehe doch überall einen Trainer. Wenn ich meine Reifen angucke, von dem Trainer, und gucke mir Reifen an von neueren Trainern,
Ich nehme das mal auf. Ich brauche da nichts mehr sagen. Ich brauche dann nichts mehr sagen. Bremsplatten vom Feinsten abgefahren, weil U-Turn ohne Ende. Und U-Turn kannst du ja mal machen, langsam, vorsichtig, so dass dich die Räder drehen. Ist ja alles in Ordnung, ja, dass sie nicht schleifen. Aber da ist es eben so, da siehst du, dass die U-Turns mit 380 km/h gemacht wurden. Verstehst du? So, und dann wundern sie sich, wenn alles so aussieht. Da eine Beule, da eine Eck, da eine von der Tür, da musst du Bungees rummachen, weil die Boxen nicht mehr zukriegst, weil sie einfach die Boxen offen gelassen haben beim Abladen. Beim Abladen irgendwo offen gelassen haben und dann irgendwie dagegen gefahren ist. Und so passieren die Dinge, weil keiner nachguckt, weil ihnen scheiße ja alles, weil sie die Dinger dann abstellen und das sieht. So, das war's, ich gehe jetzt essen. Und warum habe ich mich jetzt gerade aufgeregt? Weil ich hungrig bin. Ich bin hungrig. Und wenn ich Hunger habe, dann darf man sowieso keiner anquatschen. Das ist so. Danach geht wieder. Nein, ist nicht ganz so extrem, aber ein bisschen in die Richtung. Sei es drum, ich mache jetzt Mittag, meine Lieben, und dann ab dafür, fahren wir wieder raus. Dann zeige ich euch, mache ich euch wieder an, da vorne, wenn ich wieder rausfahre. Also, bis nachher gleich erzähle ich euch, wo ich hinfahre, warum ich da hinfahre und überhaupt. Also, jetzt mache ich noch was essen. Bis dann, ciao, ciao. Welcome to the best weather on earth. Im Frühling. Es fühlt sich wirklich like Frühling. Es sind 8 Grad plus hier oben und knapp 9 mittlerweile. 9 sind es mittlerweile, siehst du. Es wird richtig frühlingshaft warm. Man merkt es, es geht zumindest mal für 2 Tage so, jetzt 3 Tage. Ab nächste Woche in Quebec schon. Doch schon Nacht frostfrei und so weiter und so fort. Ich denke mal, so zumindest hat man es jetzt in der Firma erzählt, wo wir laden. Spring Weight Restriction coming soon. Das kann sich immer wieder mal ändern. Das hat sich letztes Jahr auch ein paar Mal geändert. Man weiß es immer nicht. Wir werden sehen, aber man spricht drüber. Das heißt, der Frühling ist nicht mehr weit, meine lieben Freunde. Der offizielle, der Straßenfrühling ist dann quasi auch nicht mehr weit weg. Das heißt, erstmal für ein paar Wochen, je nachdem, wann er kommt und wann er geht, heißt das wieder ein paar Wochen, dass wir die Berge hochfliegen und unsere Runden dann schneller erledigen. Da werden unsere Trucks wieder schauen und so, was, das verarsche jetzt oder was? Ja, das kann dann alles passieren. Mitten in der Prärie ist hier ein Storage Center, das ist auch alles kuriosum. Man fährt in der Nähe vom Hafen, wer ist dazu? Who knows? Keiner knows. Ja, Frühlingswetter. Schön, es ist schön. So wollen wir die eigentlich auch haben, so wollen wir eigentlich auch genießen. Die Sonne, heute ist noch schön, morgen früh, naja, bei der Abladestelle könnte es schon ein bisschen regnen, aber das ist okay. Ich fahre nach Saint-Raymond. Oder Raymond. Raymond, Raymond oder was auch immer. Da fahre ich hin und zwar ist es zu Lefebvre und Benoit, eine Baumarktkette. Fahren wir wieder zum Baumarkt und liefern dort ab. Ich bin nicht allzu schwer, muss ich sagen, heute. Relativ, ja, ist relativ okay. Ups. Und jetzt wollen wir mal sehen. Jetzt fahren wir erstmal gucken, wo wir tanken. Ich weiß noch nicht genau. Ich habe mir noch nicht genau ausgefummelt, weiß ich noch nicht. Ich habe noch nicht allzu viel Probleme. Ich fahre jetzt erstmal hoch bis Oromocto und dann werde ich sehen, ob ich vielleicht so ja bis Woodstock komme. Schauen wir mal.